Und schon wieder zurück bei Mass Effect 3 in der wundervollen Legendary Edition. Wir sind immer noch mitten im Angriff von Cerberus auf die Citadel und sind gerade hinter dem Rat her, der offensichtlich von Udina als Geisel gehalten wird und dem Unbekannten ausgeliefert werden soll. Hey! Ja, das wird unserem Ruf als Menschen wahrscheinlich sehr gut tun, was hier gerade passiert. Ich habe ehrlich gesagt noch keine wilden Salarianer gesehen, die über die Citadel laufen und alle Menschen umbringen wollen. Und auch keine Asari, die irgendwelche Splittergruppen gegründet haben und sagen, hey, wir müssen alle Außerirdischen vernichten. Das ist eine große Freude. Damit dürfen wir uns dann hinterher rumschlagen. Vor allen Dingen damit, dass der menschliche Ratsherr ein Verräter gewesen ist. Unabhängig davon, dass das, was hier passiert, gerade ziemlich schlimm ist. Also wirklich schlimm. Ein bisschen hasse ich ihn dafür. Alter. Das hat doch mal sein. Die wollen einfach nicht stillhalten, was? Kommt das von hinten? Ich Phantom dir ins Gesicht. Nemesis. Was ist jetzt, hä? Nemesis? Hm? Sturmschütze? Verdammt. Das ist so ein bisschen. Das ist gerade so ein bisschen assi, Shepard. Aber Shepard ist vielleicht auch gerade ein bisschen wütend einfach. Zu Recht. Da geht es relativ tief runter. Ich glaube nicht, dass das unser Weg ist. Ich glaube, unser Weg geht hier entlang. Und sie hatten noch alles so dekoriert, dass es für Menschen schön aussieht. Oh Gott, ich hasse das gerade ein bisschen. Ich hasse es. Und ich erlaube mir diesen Hass. Ja, toll. Ich bin an Chalmar Plaza. Wo ist der Rat? In einem Fahrstuhl. Sie versuchen, zum Shuttle-Dock zu kommen. Jemand folgt Ihnen. Jemand mit einem Schwert? Na komm. Ich habe eine Mitfahrgelegenheit für Sie, Shepard. Nehmen Sie einen Fahrstuhl. Ich würde gerne den leeren Atlas benutzen. Aber ich glaube, der ist kurz vor Explosion, von daher lasse ich das lieber mal sein. Ein bisschen Munition kann nicht schaden jetzt gerade. Huch! Ja, oh, das ist Garrus. Da hinten fliegen die Cerberus-Mitarbeiter rum. Da hat sich Liara wieder ein bisschen ausgetobt, schön. Nehmen Sie den Fahrstuhl. Da oben der Fahrstuhl, ne? Ja. Okay, hier ist nichts mehr.
Okay, ich bin im Schaft. Festhalten. Das wird eine schnelle Fahrt. Das sieht sehr hoch aus. Das ist die Citadel. Sagen hier Sie ist mir, dass sehr der viel... Attentäter den Rat noch nicht erreicht hat. Er versucht's, aber ich lasse seinen Fahrstuhl auf jedem Stockwerk anhalten. Schön. Ich habe unseren Freund gefunden. Schalten Sie seinen Fahrstuhl ab. Die Stromversorgung ist darunter. Auf nimmer Wiedersehen. Achtung, Phantome! Der wird wiederkommen. Da bin ich irgendwie sehr sicher. Wo denn? Da! Tschüss! So muss es sein! Shepard, schlechte Nachrichten! Gibt's denn auch andere? Der Killer ist auf einen anderen Fahrstuhl gesprungen und hat meine Steuerung deaktiviert. Er ist auf dem Weg nach oben. Ich kann ihn nicht aufhalten. Ich kümmere mich darum. Da kommen Sie! Ja gut, das war ja absehbar, ne? Dass der keine Ruhe geben wird. Da. Tschüss. Aber ich denke, wir sollten doch eher da sein als er, weil wir ja schon Vorsprung haben. Ich sehe sie. Spring! Dieses Geräusch. Schützen! Runter! Cerberus hat das Shuttle abgeschossen. Alle zurück zum Fahrstuhl! Shepard, was geht hier vor? Shepard blockiert uns. Sie gehört zu Cerberus. Ganz ruhig. Ich mach das. Alle beruhigen sich. Ich kann alles erklären. Sie bedrohen einen Ratsherrn. Das sieht nicht gut aus. Es ist keine Zeit zum Verhandeln. Sie wurden alle getäuscht. Udina steckt dahinter. Der salarianische Ratsherr hat's bestätigt. Dafür haben Sie keine Beweise, wie üblich. Im Fahrstuhlschacht hinter uns sind Cerberus-Soldaten, die Sie alle erschießen, sobald Sie die Tür öffnen. Wir haben Shepard schon mal misstraut. Ein großer Fehler. Für Debatten ist keine Zeit mehr. Ich deaktiviere das Schloss. Wehe, ich muss das bereuen. Niemals. Udina, weg da von der Konsole! Zum Teufel damit! Eine Waffe! Den Rat zurückholen und die Tür sichern. Die Tür! Bailey! Schneller ging's nicht, Shepard. Anscheinend haben Sie bereits alles im Griff. Etwas stimmt nicht. Sie sagten, Cerberus sei hinter uns her. Wo sind Ihre Soldaten? Cerberus war hier. Aber sie sind in die Keeper-Tunnel geflohen, als sie gemerkt haben, dass wir kommen. Tut mir leid, Ratsherrin, ganz offen. Shepard hat sie gerade alle gerettet. Jetzt haben sie mein Leben schon zweimal gerettet, Shepard. Ich stehe persönlich und im Namen von Pelevan in ihrer Schuld. Ich habe gerade kein gutes Gefühl. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Sie schulden mir gar nichts. In Zeiten wie diesen müssen wir zusammenhalten. Commander, haben Sie eine Ahnung, was der Unbekannte damit bezweckt hat? Nein, weiß ich nicht. Aber ich finde es raus. So, die wichtigsten Personen sind evakuiert und jetzt müssen wir einen Tunnel und 1 Million andere Orte sichern. Bewegung! Ja,
Es verlief nicht nach Plan. Der Rat kontrolliert die Citadel noch und Udina ist tot. Udina war entbehrlich. Und was jetzt? Es laufen schon andere Pläne. Ich informiere Sie bei Ihrer Rückkehr. Es überrascht mich, dass Shepard die Oberhand behalten hat. Kommt nicht wieder vor. Mal sehen. Wir haben jeden Zentimeter dieser Tunnel durchsucht, Shepard. Ihr Cerberus-Kumpel ist nur Schall und Rauch. Er kämpft gerne. Wir sehen ihn wieder. Verzeihung, aber ermuntern tut mich das nicht. Wir können ihn nicht mal identifizieren. Er hat eine VI ins Citadel-System eingespeist, die alle Aufnahmen von ihm löscht. Er hat wohl nicht darauf vertraut, dass Odinas Plan aufgeht. Übrigens, Ihr Freund Thane ist im Huerta-Krankenhaus und muss operiert werden. Es gibt wohl, Komplikationen. Wird er es denn schaffen? Sie haben anscheinend auf der Citadel nicht viel Drellblut. Ich habe seinen Sohn Kolyat verständigt. Die Blutgruppe passt, aber ich weiß nicht, ob er rechtzeitig da war. Der Weg zum Krankenhaus dürfte sicher vor Cerberus sein. Wenn Sie ihn sehen wollen, dann besser jetzt. Bin unterwegs. Oh, und der salarianische Ratsherr sagt, er sei ein Held. Naja, vielleicht macht es das leichter für ihn. Ich bin sicher, dass es das für Thane wert gewesen ist, denn wir wissen ja schon, er hat ein Leben als Attentäter gelebt und zum Schluss hin war es ihm ja schon wichtig, dass er etwas tut, was richtig ist. Gut, die Tür ist zu, das habe ich aber vermuten können. Udina ist tot und in dem Fall hielt ich das gar nicht für eine böse Aktion. Ich bin da gerade ein bisschen überrascht, warum das als abtrünnige Aktion gewertet wurde, oder wurde es ja wahrscheinlich nicht eher als aggressive Aktion, aber da war jemand mit einer Waffe, der jemanden bedroht hat ohne Waffe. Sorry, da drückt man ab und da denkt man nicht lange nach. Sonst, ne? Rosenkov Materials Beinschienen. Oh, Waffenschaden, Kopfschussschaden. Wärmeeinheitsstabilisatoren. Moment, Moment. Achso, das sind die... Ja, okay. War gerade ein bisschen verwirrt. Haben wir die nicht auch schon gefunden? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Armplatten mit VI-Zielverbesserung, die Schwächen des Feindes anvisiert. Könnte interessant sein, wobei Kopfschussschaden ist immer so eine Sache, ne? Ich habe ja... Bin ja nicht so elegant, was das betrifft. Die salarianische Kolonie Xenokol hat Probleme mit der Energieversorgung, die ihre Eierinkubatoren gefährden. Die Kolonie muss evakuiert werden, wenn sie keine verbesserten Wärmeeinheitsstabilisatoren erhält. Der Verlust einer Kolonie würde die Schwierigkeit erhöhen, salarianische Unterstützung für die Kriegsbemühungen zu bekommen. Wärmestabilisierungstechnologie der Hanar kann für eine Schutzgebühr erworben werden. Das mussten wir doch sammeln für jemanden hier auf der Station auch. Das nehme ich direkt mal mit. Ja, und die hier nehme ich auch einfach mal mit. Genauso wie die Beinschienen, dass wir alles einfach zusammen haben, was das betrifft. Die Waffen, die haben wir, ja. Ja. Präzisionsgewehr. Und das hier ist, ja, das hier ist, glaube ich, das Sturmgewehr. N7 Valkyrie. Ich muss mal gucken bei Zeiten, wie das ist mit den Gewehren. Zivile Deportationsanweisung. Commander Bailey hat Unterstützung bei einem Trickbetrüger angefordert, der Flüchtlinge ausnimmt. Er nutzt Gesetzeslücken aus, um seine Verhaftung hinauszuzögern. Ein Spectre-Befehl würde SC-Sicherheit ermöglichen, den Mann umgehend von der Citadel zu verweisen. Jo, mach wie du meinst, Bailey. Citadel-Verteidigungsstreit macht, hallo! Wärmeeinheitsstabilisatoren. Und die beiden, oder die drei Rüstungen, die beiden Rüstungen, die wir gekauft haben, ja. Es gibt ein Problem, Boss. Cerberus hat seine Chiffrierung geändert. Und unsere Codeknacker machen im Moment keinerlei Fortschritte. Unsere besten Teams arbeiten zwar in Schichten daran, aber bis die Sicherheit der Citadel-Systeme gewährleistet werden kann, wird noch etwas Zeit vergehen. Wenn wir einige ihrer Verschlüsselungstools hätten, oder vielleicht ein paar Beispielcodes. Ich verstehe. Wir versuchen es weiter.
Ich habe immer noch ein sehr ungutes Gefühl bei all dem hier. Ich weiß es einfach nicht. Irgendwas stimmt hier immer noch nicht. Meine Frau wurde gerade in den aktiven Dienst zurückgeschickt. Und für mich soll es auch bald losgehen. Man hat mir gesagt, Sie könnten mir vielleicht helfen. Natürlich. Sie sind Niutas Partnerin, richtig? Ja. Woher wissen Sie das? Wir haben Informationen über die Identität aller permanenten Bewohner der Citadel, die eine offizielle Verbindung mit Asari unterhalten. Sollte jemand diplomatische Unterstützung benötigen, können wir schnell Hilfe leisten. Das ist ja wunderbar. Dann können Sie mir auch dabei helfen, meine Tochter zur Familie meiner Frau zurückzuschicken? Ich fürchte, das könnte sich als schwierig erweisen. Bisher gibt es noch keinen Nachfolger für die Position von Ratsherr Donnell Udina, der Cerberus bei einem Putschversuch gegen den Rat unterstützt hat und dabei getötet worden ist. Reaper-Code, den ich analysieren könnte? Nicht? Na gut, dann manövrieren Sie unsere Flotte eben weiterhin aus und stecken die nächsten Asari-Welten in Brand. Es gibt wieder sehr viel zu mitbekommen hier, ne? Die Grissom-Akademie wurde bei dem Angriff auf Elysium ebenfalls von den Reapern eingenommen. Aber vorher konnten Allianztruppen sämtliche Studenten evakuieren. Was ist hier los? Während die Allianz sie telefoniert. Muss, haben kroganische Truppen den was ist denn hier los? Den Rücken gestärkt. Gibt es irgendwie ein Problem? Kann es sein, dass sie hier alle gar nicht so zufrieden sind mit dem, was Cerberus hier veranstaltet hat? Nochmals danke, Erdenclan. Aber gern doch. Ich mache mich auf den Weg, ja? Ja, ich sehe schon, hier ist verstärkte Sicherheitspräsenz der Turianer. Absolut nachvollziehbar, leider. Die hier haben eine energische Diskussion, leider ohne, dass ich es mitbekommen würde. Cerberus-Truppen haben Zivilisten auf Benning angegriffen. Die Allianz hat Einheiten losgeschickt, um die Flüchtlinge während der Evakuierung zu verteidigen. Na gut. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Huerta Krankenhaus. Wobei, eigentlich müsste ich zuerst ins Huerta Krankenhaus. Ich habe nur Angst, dass da wieder Dinge getriggert werden, die ich dann wieder nicht aufhalten kann. Deswegen würde ich gerne erstmal die zwei Sachen oder zwei oder drei Sachen abgeben, falls das noch möglich ist. Ich sehe gerade das Chaos, das hier veranstaltet wurde. Ich habe das Buch von Plenix zurückgeholt. Es wartet in Bucht D24 auf Sie. Erdenclan, das ist ein unbezahlbares Geschenk. Vielen Dank. Ihr helft damit meinem Volk, sich an sich selbst zu erinnern. War mir eine Freude. Wo ist denn Herr Von? Willkommen bei Ecos Combine Arsenalvorräte. Diese Röhren kanalisieren gewaltige Mengen von Wärmeenergie über ein wärmeleitendes Gel. Sie werden normalerweise in den Kühlsystemen großer E-Zero-Antriebskernen eingesetzt. Das war doch das, was unsere Techniker brauchen, ne? Es gibt hier so coole Waffen. Elkos Combine. Wenn es existiert, führen wir es auch. Es gibt hier so coole Waffen. Sturmgewehr Striker 1. Wir lassen Sie nicht im Regen stehen. Fragen Sie nach unseren Rundum-Garantien. Bitte besuchen Sie die Filialen von Elkos Combine zur Befriedigung all Ihrer Bedürfnisse. Ich habe mir etwas überlegt. Und nein, es kann nicht warten, bis ich wieder im Dienst bin. Das Hesperia-Zeitalter. Die Statuen von damals sind legendär wegen ihrer präzisen proteanischen Inschriften. Würde uns das nicht vielleicht helfen? Ja, ich weiß, dass der Athene-Nebel gesperrt ist, aber das geheime Projekt. Jede Information über die Proteaner, die wir finden können, wird dringend gebraucht. Ich habe keine brauchbaren Bilder gefunden, aber bedenken Sie doch, wenn diese Statuen uns helfen könnten, nach so langer Zeit... Der Athene-Nebel ist zwar gesperrt, aber nicht für mich. Ich kann da also mit Sicherheit aushelfen. Eieiei.
unfassbar, wie viel Mühe sich die Ärzte geben, um dieses Terroristenschwein am Leben zu halten. Er liegt auf der Intensivstation? Cerberus hat ihn angeschossen. Sie glauben, er sei lediglich ein weiteres Opfer. Verwundeter Batterianer, okay. Spectre Terminal aktualisiert. Da muss ich glaube ich nochmal nachgucken. Karte aktualisiert. Nein, die Kroganer können als einzige Spezies auf toxischen Welten kämpfen. Sie müssen also unterstützt werden. Also im Idealfall so etwas wie ein Kakliosaurier. Sie sind trittfest im Gebirge, immun gegen Toxine und ihren Reitern gegenüber unbedingt loyal. Ja, sie wären perfekt. Leider wurden sie während des Rachni-Krieges ausgerottet. Wenn wir also nichts Neues herstellen können, müssen die Kroganer auf toxischen Welten zu Fuß und ohne Unterstützung kämpfen. Oh je. Werden wir jetzt eine alte Dinosaurier-Spezies wieder ins Leben rufen für die Kroganer? Ist das nicht gefährlich? Ich weiß nicht. Gerade eher als Salarianer, ne? Ist ein bisschen fragwürdig, aber gut. Ich helfe ja, wo ich kann. Und wenn ich die Dinosaurier wieder herbringen soll, dann machen wir hier auch die Neuauflage von Jurassic Park. Soll mir recht sein. Noch eine Cerberus-Falle? Bombe oder Geschütz? Wie viele diesmal? Räumen Sie den Bereich, bis alles durchsucht ist. Wir müssen einen Weg finden, Ihre Tech zu finden und sicher abzuschalten. Nein, E-Verbrechen hat immer noch nichts. Die Tech von den Leichen einiger Cerberus-Techniker hat sich selbst zerstört, als sie auseinandernehmen wollten. Viel können wir nicht tun. Außer die Reste einzusammeln, wenn wieder so ein Geschütz seine Mutter und ihre Kinder niedermäht. Das sind Steuerungspläne für Cerberus-Geschütze. Hilft Ihnen das weiter? Aber sicher, verdammt. E-Verbrechen soll sich damit beschäftigen. Vielleicht finden wir damit sogar die kleinen Geschenke, die Cerberus uns hinterlassen hat. Vielen Dank. Dadurch werden Leben gerettet. Oh, ich wusste gar nicht, dass ich das schon dabei habe. Noch eine gefunden? Ja, die Jungs in Sakira auch. Sie konnten sie entschärfen. Keine Opfer. Gute Arbeit. Sehr gut, hat sich direkt geändert. Kann jetzt alles entschärft werden. Habe ich nur das Gefühl oder stehen hier immer mehr Menschen rum? Na, hier stehen auch jede Menge Sicherheits... Verdammt! Ein paar Stunden länger graben und wir hätten den Obelisken von Karsa gehabt. Ich weiß, dass der Hades-Nexus gesperrt ist. Ich bin ja kein Idiot. Aber verdammt nochmal, die Allianz braucht das Ding jetzt! Der Obelisk von Karsa soll Übersetzungen der proteanischen Sprache enthalten. Quasi ein Sprachlernprogramm für Proteanisch. Bedenken Sie doch, wie viel mehr wir damit verstehen würden. Die sind hier aber schon sehr offen mit den geheimen Projekten, über die sie angeblich ja nicht reden dürfen. Und die auch so wichtig sind. Ist ein bisschen kurios. Autoaufnahme ein. Tatort weist große Brandflecke auf. Anscheinend 3 Todesopfer. Der gesamte Bereich wurde kurz und klein geschossen. Präzise Schüsse. Ich habe gehört, dass die Geth Störtürme einsetzen, um die automatische Zielerfassung zu verhindern. Wenn wir diese Tech hätten, würde das beim nächsten Angriff auf die Citadel bestimmt ein paar Leben retten. Ich gebe mein Bestes und halte die Augen offen. Wenn Sie meine Sicherheitsvideos wollen, bringen Sie mir einen Gerichtsbeschluss. Sie behindern meine Arbeit? Diese Videos könnten entscheidend für den Kriegsverlauf sein. Ich bezweifle, dass die Agenten der Reaper ihre Geschäfte in meinem Café abwickeln. Wir wollen sie doch nur beschützen. Und sie leisten dabei großartige Arbeit. Sehen Sie die Brandflecke? Genau da hat Cerberus eine meiner Bedienungen getötet. Und wo waren Sie? Hey, ich habe auch Freunde verloren. Wenn Sie die Cerberus-Informanten finden wollen, die dafür verantwortlich sind, dann geben Sie mir die Videos. Das sind schwere Zeiten. Wir müssen ein bisschen harsch vorgehen. Es ist nicht schön, aber notwendig. Wir sind im Krieg. Wenn Ihnen die Sicherheit der Citadel etwas bedeutet, dann helfen Sie C-Sicherheit, wann immer Sie können. Danke, Commander. Ich habe einige hochstehende Gäste. Wenn herauskommt, dass ich Sie an C-Sicherheit verpfeife... Glauben Sie wirklich, mich interessieren im Moment Insidergeschäfte oder Elektronikschmuggel? Ich bin hinter den Dreckskern her, die Citadel angegriffen haben. Sonst nichts. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Also gut, nur hoffentlich hilft's. Ja, das hoffe ich eben auch.
gute Arbeit weitermachen. Aber war hier nicht noch etwas, was wir abgeben konnten? Eben diese Wärmetauscher, Kollektoren, Dingsbums? Ich meine zumindest, mich erinnern zu können, dass das hier gewesen wäre. Neues Angebot. Willkommen bei Casa Fabrication Waffen. Ariake Technology Brustplatte, hallo. Ja gut, Nahkampfschaden plus 10%, das ist wieder so, ne? Gibt es Kriegsrabatt. Ich arbeite ja eigentlich nicht mit Nahkampf. Ach guck mal hier, Sturmgewehrmagazin Upgrade 2. Sämtlichen Verkäufen geht an die tapferen Männer und Frauen der Allianz. Weißt du was? Nehme ich jetzt einfach mal mit. Wenn Sie das Beste wollen, kommen Sie zu Kassa. Waffen hat die Erde nicht vergessen. Und Sie sollten es auch nicht tun. Alle Annahmen von heute kommen den turianischen Kriegsbemühungen zugute. Willkommen bei Nos Astra Sportartikel. Wieso verkaufen die eigentlich die Kollektorenpanzerung? Das erschließt sich mir überhaupt nicht. Das ist Sportartikel. Hier, Kollektorenpanzerung ist schön. Hallo, Shepard. Okay, ich glaube, Liara hat gerade andere Sorgen. Regeln hin oder her. Die Leute haben ein Recht auf Selbstverteidigung. Wenn sie jedem auf der Citadel Waffen verkaufen, legt C-Sicherheit den ganzen Laden lahm. C-Sicherheit konnte uns nicht beschützen, als Cerberus angegriffen hat. Ich werde sie dafür verklagen. Sie glauben, ein Gericht würde wollen, dass ausgerechnet jetzt mehr Leute mit Waffen herumlaufen? Dann gehe ich eben in die Bezirke und verkaufe in einem Hinterzimmer im Purgatory. Die Leute sind verängstigt genug. Wenn sie die Waffengesetze brechen, sind sie immer noch verängstigt, aber dann auch noch schießwütig. Ja, halte ich auch für sehr fragwürdig, gerade in der jetzigen Situation hier die ganzen Leute mit Waffen auszurüsten, die wirklich keine Waffen tragen sollten und die dann ängstlich sind und auf alles schießen, was ihnen in die Quere kommt. Das ist im Zweifel nur hinderlich. Würde ein Haufen Zivilisten, der auf alles ballert, was sich bewegt, die Citadel sicherer machen? Der Commander hat recht. Vielleicht sollte der Rat eine zivile Miliz mit ordentlicher Ausbildung aufstellen. Sonst geraten sie nur in Panik und gehen am Ende noch selbst drauf. Ich will doch nur, dass die Leute sicher sind. Ich weiß, aber C-Sicherheit in Frage zu stellen, ist der falsche Weg. Wie wär's, wenn wir den Vorschlag machen, eine Miliz aufzustellen? Okay, das wäre immerhin etwas. Ja. Ich denke, wir wollen alle, dass die Leute in Sicherheit sind, aber jeden einfach zu bewaffnen, würde im Zweifel halt auch dazu führen, dass Leute Waffen in die Hände bekommen, die sie wirklich nicht haben sollten, weil sie einfach nicht damit umgehen können, weil sie auch mit dem psychischen Druck dahinter nicht umgehen können. Und das sind dann die wirklich einfach auf alles schießen. Das bringt einfach nichts. Willkommen bei Agor Munition. Nee. Ja, wobei, Waffenschaden plus 5%, Kopfschussschaden 10%, aber... Nee. Nee. Hier ist nichts dabei, was mich interessieren würde. Oh, Turianisch. Für 10.000, weißt du was? Auf Schussleistungen. Oh. Einzelheiten finden Sie auf unserer Extranet-Seite. Professionelle Ausrüstung zu vernünftigen Preisen. Das ist Zipriti. Thermozielfernrohr. Oh. Der Gewinn aus sämtlichen Verkäufen geht an die Truppenhilfe auf Pelevin. Habe ich jetzt einfach mal gemacht. Ich mag das Design der turianischen Waffen, ich gebe es zu. Commander Shepard, haben Sie kurz Zeit? Ja, sicher. Kann ich Ihnen helfen? Jordan Knowles, E-Verbrechen. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Commander. Ein Saboteur hackt wichtige Systeme. Energie, Kommunikation. Es ist schlimm. Falls Sie Zeit haben zu helfen, überprüfen Sie bitte diese Konsole. Ich hab's. Sieht aus wie eine Sammlung von Zugangscodes. Es sind batterianische Diplomatencodes aus der Zeit, als sie noch eine Botschaft auf der Citadel hatten. Falls Sie sie mit Ihrem Spectre-Zugang finden, kann ich sie deaktivieren. Ich kann im Spectre-Büro in der Botschaft auf gesperrte Informationen zugreifen. Wenn ich was finde, gebe ich Ihnen Bescheid. Da muss ich ja sowieso nochmal hin. Wir haben ja eine Aktualisierung bekommen, ne? Wir müssen das Gesetz durchsetzen. So wie immer. Sonst geht alles vor die Hunde. Sehen Sie sich mal Pelevin an, mein Freund. Wir sind in der Hölle. Wir sollten nach Terroristen suchen. Der Rest kann sich um sich selber kümmern. So wie die Schlägereien, die Betrunkenen und die Randalierer da unten bei diesem Purgatory-Laden?
Wenn wir uns darum kümmern, gewinnen wir dann den Krieg? Die Leute müssen jetzt ein wenig Dampf ablassen. Und wenn Vergehen nicht mehr geahndet werden, was hilft das dem Krieg? Je weniger Zeit mit Kleinigkeiten vertrödelt wird, desto mehr Geld hat die Citadel für die Verteidigung. Nee, finde ich nicht. Ich denke, die Leute hier sollten das Gefühl haben, dass sie hier immer noch sicher leben können. Wenn sie das nicht tun, dann werden sie die Citadel verlassen. Okay, es ist ein bisschen seltsam, darüber zu reden. Und wegen sicher leben, ne, aber... Jeder auf der Citadel weiß mittlerweile, dass wir im Krieg sind. Sie müssen allen zeigen, dass C-Sicherheit nach wie vor am Ruder sitzt. C-Sicherheit... Der Kommando hat recht. Die Leute müssen jeden Tag zur Arbeit erscheinen. Wir müssen den Betrieb am Laufen halten. Ansonsten wird aus der heutigen Barschlägerei morgen ein Straßenaufstand. Ja, vielleicht haben Sie recht. Aber im Moment kommt mir das alles so unwichtig vor. Es ist aber nicht unwichtig. Wenn du jetzt die C-Sicherheit da rausnimmst, dann wird das Vakuum von den Gangs übernommen. Und dann haben wir hier bald Omega-Zustände. Ich verstehe nur nicht, warum du plötzlich solche Zweifel hast. Hören Sie, das Arschloch ist jetzt in Haft. Ihn zu töten bringt niemanden mehr zurück. Es Was? Geht um Gerechtigkeit. Der Mann ist ein Verräter und ein Mörder. Du hast gesehen, was er deiner Frau angetan hat. Und meinem Mann! Und er hat nicht mal mit der Wimper gezuckt. Er ist böse, ganz ohne Zweifel. Was geht hier vor? Ich bin bei C-Sicherheit in Position. Locken Sie sie weg, dann gehe ich rein und mache den Kill. Antworten Sie nicht. Was ist hier bitteschön los? Commander Shepard, ich glaube, ich weiß jetzt, was meiner Verstärkung zugestoßen ist. Wie bitte? Ich bin bei C-Sicherheit in Zivil und mit einer Waffe. Ich weiß, wann's vorbei ist. Lassen Sie mich nur erklären. Captain Aaron Summers, Allianz Marines, im Ruhestand. Captain Summers? Es gibt hier einen Gefangenen, einen C-Sicherheit-Officer, der Cerberus geholfen hat. C-Sicherheit hat ihn verhaftet, als sie den Putsch vereitelt haben. Jetzt will er für einen Deal Cerberus ans Messer liefern. Warum erzählen Sie mir das? Weil er keinen Deal verdient. Er hat bei dem Putsch Leute getötet. Gute Leute. Und er war bei der Allianz, wie wir. Er ist ein Problem, das wir lösen müssen. Wenn Sie den Mann niederschießen, entehren Sie die Uniform genauso wie er. Nein, tue ich nicht. Ich mag diese Deals genauso wenig wie Sie. Aber die Information wird Leben retten. Sagt wer? Unsere Vorgesetzten, denen wir Gehorsam und Vertrauen geschworen haben. Captain Summers. Jawohl, Commander. Tut mir leid, Commander. Ich werd's nicht tun. Danke. Eine gute Idee. Mit Informationen können wir deutlich mehr anfangen als mit dem toten Officer. Deutlich mehr, ja. Ich habe Ihr Gespräch zufällig mitbekommen. Vielleicht helfen Ihnen diese Pläne für Wärmestabilisatoren. Das ist fantastisch. Die Kolonisten, meine Schwester, werden überglücklich sein. Danke, ich stehe tief in Ihrer Schuld. Guck mal, er war's. Das Gelege hat sich stabilisiert? Wirklich? Das sind wunderbare Neuigkeiten, Schwester. Du möchtest den Ersten, der ausschlüpft, nach unserer Helferin benennen? Das ist eine gute Idee. Oh Gott. Ein Salarianer namens Shepard läuft dann da irgendwo rum, das ist ja wundervoll. Ihr zwei, es tut mir echt leid um euren Verlust, aber der weitere Tod eines Menschen wird es nicht wieder gut machen. Das ist nun mal leider so. Auch wenn ich den Wunsch nach Rache durchaus verstehen kann. Mehr als das. Okay, wir haben etliche... Man sollte ihn erschießen. Gorik wird wegen 6 Bombenanschlägen gesucht. 6! Er hat Menschen und Batarianer getötet. Anschläge auf seine eigenen Leute? Warum? Er gehörte zu einer Terrorzelle, die sich immer belebte Orte ausgesucht hat. Voyager, Omega, diesen fanatischen Arschlöchern ist es völlig egal, wer in die Luft fliegt. Das werden wir uns angucken im C-Sicherheitsbüro. Da werde ich nämlich jetzt mal hinlaufen. Und mal gucken, was wir da noch an Informationen bekommen können. Karte wurde ja auch aktualisiert. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Einen Moment bitte. Danach gehen wir ins Suerta-Krankenhaus und werden dort mal Thane besuchen. Ankunft bei den Präsidiumsbotschaften.